Wir haben hier schon spannende und intensive Diskussionen erlebt und es ging auch und vor allem immer so um diese beiden Begriffe, was wollen wir am Neustädter Markt machen, Landschaftsplanung oder Stadtraumgestaltung. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz korrekt, dass ich das so gegenüberstelle, aber um es mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, geht es eigentlich schon um diese beiden Begriffe oder um diese beiden Ideen. Und deshalb würde mich einfach mal interessieren, wie Sie so die Priorität im Lichte dieser beiden Begriffe am Neustädter Markt sehen. Jetzt ist mir egal, wo ich anfange, oder möchte jemand von Ihnen als Erster? Dann fange ich einfach hier an. Herr Wirz, jetzt sind Sie am dransten. Ja, guten Abend. Der Wettbewerb ist eigentlich dadurch geprägt, dass wir beides wollen. Wir wollen im Prinzip eine städtebauliche Qualität dort verbessern, die derzeit unbefriedigend ist. Wir wollen den Wunsch nach Bebauung am Königsufer steuern in einem öffentlichen Prozess, in einem Planungsprozess. Auch der Wettbewerb war ja schon Bestandteil davon. Und wir wollen eine Verschränkung auch mit dem Landschaftsraum schaffen. Und das trifft natürlich auch auf den Neustädter Markt zu. Also die Begriffe Landschaft, Städtebau, natürlich auch im Verhältnis zu den Wegbeziehungen, das ist immer nur im Zusammenhang zu betrachten. Aber nochmal nachgefragt, soll jetzt Ihrer Ansicht nach auf dem eigentlichen Platz, auf dem Neustädter Markt gebaut werden oder nicht? Das wird sich zeigen. Es ist zunächst mal so, man kann eine kleinteilige Entwicklung, die wir eigentlich nach den vielen großen Würfen, die in Dresden versucht worden sind, zum Beispiel ja auch am Neustädter Markt mit dieser umstrittenen Figur aus den 70er Jahren, wollen wir zurück zu einer gewissen Kleinteiligkeit, zur Individualität, zu einer organisch gewachsenen Stadt, und die kann ich natürlich auch nur kleinteilig entwickeln. Und da liegt derzeit sowohl politisch als auch vom Baubegehren her der Fokus gar nicht auf dem Neustädter Markt, sondern der liegt ganz eindeutig am Königsufer. Und ich halte es auch ein Stück für falsch, den Blick auf den Neustädter Markt, auf die nun von der Neustädter Freiheit aufgeworfene Frage, Bebauung Neustädter Markt, ja oder nein, zu begrenzen, weil dieser Wettbewerb ist viel größer gewesen. Und wir müssen natürlich den Neustädter Markt, das Königsufer, in den Zusammenhang stellen. Wir haben, der Planungsumgriff geht am gesamten Elbufer der inneren Neustadt entlang, vom Carolaplatz bis zum Palaisplatz. Wir weiten ja den Blick schon zum Carolaplatz und zum Palaisplatz und werden uns jetzt nicht an dieser umstrittenen Frage aufhalten, wo wir sagen, die Frage, die hat Zeit. Wir werden erstmal das Königsufer entwickeln. Das sind Bebauungspläne im Geschäftsgang, die sind in Bearbeitung, die werden öffentlich diskutiert werden, eben in dieser schönen Form dieses durchaus gelungenen Wettbewerbes. Und wenn das dann mal geschafft ist, dann wird man sich diesen Platz mit seiner Fassung ansehen, wird gucken, funktioniert er besser, funktioniert er nicht. Und dann werden unter Umständen, und das wird ein ganz langer Prozess sein, ja, die Zeit müssen wir uns auch nehmen. Wir diskutieren jetzt ja schon im Prinzip in der Theorie 5 Jahre über diese innere neue Stadt. Und dann werden wir, wenn das soweit ist und dieser Platz die Fassung hat, wird man sich den Neustädter Markt anschauen und wird sehen, wollen wir eine Bebauung, wollen wir sie nicht. Und es werden unter Umständen ganz andere Menschen sein, die heute hier im Saal, als die heute im Saal sitzen, die heute im Stadtrat sind oder die heute dort im Prinzip Bürgerinitiativen gründen. Also da dem greife ich gar nicht vor. Gut. Herr Engel, bitte. Ja, ich bin auch erstmal froh, dass es diese Tagung hier gibt, dass es diesen Meinungsaustausch gibt, auch zwischen sehr, ja, manchmal auch divergierenden Positionen. Ich persönlich bin skeptisch, was die Bebauung anbelangt, aber sehe da tatsächlich auch die lange Zeit vor allem. Also ich glaube, da muss man tatsächlich immer wieder dann auch drauf gucken und auch die Diskussion, die Herr Wirz ja schon angesprochen hat, dann auch führen. Ich glaube, zentral ist, dass wir überhaupt mal mit der Entwicklung und der Fassung auch anfangen. Und da ist die Südseite aus meiner Sicht der entscheidende Schritt. Und das schätze ich durchaus auch an dem Siegerentwurf von Herrn Albers, weil es ein Stück weit die Möglichkeit bietet, überhaupt mal anzufangen und nicht von vornherein alle Fragestellungen schon bis zum Ende durchdekliniert zu haben. Weil das ist ein Stück weit auch immer das Problem, wenn man sagt, okay, natürlich kann ich Verkehr rausnehmen. Ich bin
Wir sind als Fraktion durchaus auch der Auffassung, dass man da die Spuren heftig zusammenstreichen könnte und dass das schon funktionieren kann. Die Frage ist nur, es ist eine sehr hohe Hürde, für die es natürlich auch politische Mehrheiten braucht. Und das ist natürlich Ihnen sicherlich auch allen bekannt, dass Verkehr in Dresden immer ein sehr heiß diskutiertes Thema ist. Und dementsprechend bietet der Siegerentwurf da die Möglichkeit, im Süden anzufangen, in einer kleinteiligen, urbanen, ja auch Ausgestaltung der Stadtlandschaft. Und ich glaube, darauf sollte man sich jetzt auch fokussieren. Und natürlich kann man jetzt auf den Stadtratsbeschluss auch schimpfen, aber ein Stück weit ist es dort natürlich auch gelungen, verschiedene Interessen auch zusammenzubekommen und überhaupt den Prozess jetzt auch mal weiter anzustoßen, damit man ihn vielleicht auch in ein paar Jahren dann nochmal in eine andere Richtung auch weiter diskutieren kann. So, und so würde ich ihn auch verstehen wollen. Danke. Herr Löser, bitte. Hier, nehmen Sie das andere Mikrofon, genau. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung und das spannende Thema. Also, na klar bilden wir den Ist-Stand ab, aber zu diesem Ist-Stand, finde ich, sollte man schon auch eine klare Meinung haben, auch wenn man natürlich weiß, dass wir in 10, 20, 30 Jahren diese Themen weiter diskutieren. Und für meine Fraktion will ich schon eine recht klare Haltung äußern, die ja auch im Beschluss jetzt des Stadtrates dann zu sehen ist. Aus unserer Sicht ist die Figur, die gebildet wurde, ich nenne es mal diese U-Form, die es da halt gibt, ja, durch die DDR-Bebauung, ist auch für den Platz prägend. Sie ist eine städtebaulich, wenn man jetzt auch sagt, sie ist aus den und den Bedingungen heraus entstanden, ist ja alles, ist immer so, Architektur entsteht immer aus Bedingungen heraus, aber sie ist für unser Empfinden durchaus eine wertige Gestaltung, die man auch so einfach nicht in Frage stellen sollte. Das ist das Erste. Das Zweite, wir haben im Beschluss sehr klar gesagt, dass eine Bebauung des Neustädter Marktes zum jetzigen Zeitpunkt nicht zielführend ist. Das haben, glaube ich, alle Fraktionen mitgetragen. Da muss man sich ja nochmal überlegen, warum ist das wahrscheinlich so entschieden worden? Und ich nenne mal für uns die Begründung. Einmal glaube ich, dass dieser ganz zentrale Platz eine ganz große Chance hat in der Weiterentwicklung, was einen Freiraum mitten in der Stadt angeht. Man kann ja durchaus sagen, dass die Platzgestaltung aus der DDR entwickelbar ist, das sehe ich auch so. Ne? Sie hat bestimmte Elemente gebracht mit den Brunnen, auch mit dem Goldenen Reiter, auch mit den Einfassungen, die es gibt, vor allen Dingen auch mit den grünen Räumen. Und das ist durchaus ein Angebot, was ich gut finde. Aber ich glaube, man muss es weiterentwickeln. Es ist zum Teil verschlissen, ist ja bekannt, der Brunnen, bestimmte Steinelemente. Und die Frage steht ja auch zu Recht, wenn man, und das war für unsere Fraktion ein wichtiges Argument, durchaus in der Zeit der Klimaerwärmung, die wir ja als Gesetz sehen, ist es, glaube ich, nicht opportun, einfach die Platanen, die dort stehen, umzufällen und dann zu bebauen. Und natürlich, das haben wir auch in den Diskussionen auch mit dem Neumarktverein ja schon erörtert, ist dann die Frage, welche Qualität hat dieser Freiraum auch unter den Platanen? Ist es jetzt so, wie es ist, nutzbar? Muss dort eigentlich nur durch Wegungen hin? Müssen dort Bänke hin? Muss dieser Bereich überhaupt größer gefasst werden? Kann man da auch noch anders agieren? Also ich sehe da das große Thema, diesen Freiraum zu entwickeln, auch zu gestalten. Wir haben das Ziel, dass es auch im neuen Haushalt dort einen Posten gibt für ein Wettbewerbsverfahren zur Freiraum- und, sage ich mal, grünordnerischen Gestaltung dieses Platzes. Und ich glaube, das ist erstmal dort an dieser Stelle das Ziel. Ich sehe schon, dass bei den Gebäuden, die da sind, vor allen Dingen an den Rändern, wenn man jetzt sagt, man will den Platz trotzdem weiter fassen, man dort überlegen muss, wie man auch baulich auf dieses etwas Auslaufen, auf das Zerfranste, dann vor allen Dingen auch zum Volkskunstmuseum hin, aber auch zum Bellevue, dass man dort überlegt, wie man dort, und dort würde ich auch beginnen, baulich zu entwickeln. Und das hat natürlich aber zur Bedingung, dass man über den Straßenraum tatsächlich nachdenkt, der Großen Meißner Straße. Und da sagen wir schon sehr entschieden, dass man alle Möglichkeiten nutzen muss, um diese breite, viel zu breite Straße, diese Bundesstraße dort auf diesem wunderschönen Platz, die den ja ganz stark beeinträchtigt, dass man das sehr stark zurückbaut. Das ist sozusagen eine Bedingung und dann wird sich auch ergeben, wie dieser Platz dann wirkt und wie man dann in die Zukunft hinein gegebenenfalls auch mit dem Platz, sag ich mal, stadträumlich in Erfassung und dann weiter umgehen kann. Soweit. Danke. Herr Schmidt, bitte. Ja, im Grunde genommen haben die Kollegen jetzt schon relativ viel gesagt zu dem Thema. Wir haben ja den Stadtratsbeschluss im Juli gefasst und wir haben uns dort mit einer sehr breiten Mehrheit darauf verständigt, dass wir im Südbereich anfangen. Das heißt also, das Königsufer, dort waren wir uns alle einig, was dort passieren soll.
Das ist, glaube ich, auch der einfachste Bereich von allen gewesen. Das heißt, also dort haben wir klare Vorstellungen, das ist beschlossen. Und da ist die Verwaltung jetzt aufgefordert, entsprechend die Bebauungspläne zu erstellen, damit dann die Bebauung kommen kann. Was die Bebauung des Neustädter Marktes angeht, haben wir uns, auch wir als Fraktion, dafür ausgesprochen, zunächst mal diese freiraumplanerische Gestaltung, so wie es im Beschluss steht, mitzutragen. Ich persönlich kann mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann perspektivisch in 10, 15, 20 Jahren über eine Bebauung dieses Platzes nachdenkt. Aber für mich steht da als erstes die Frage, was machen wir mit dem Verkehr? Und Sie haben vorhin schon angesprochen, das Thema Tunnel. Das ist ein Prüfauftrag, den wir als Fraktion in den Beschluss eingebracht haben. Und ich glaube, wenn wir dort etwas machen wollen auf dem Platz und wenn wir diesen Platz sinnvoll gestalten wollen, dann muss der Verkehr irgendwie weg. Und wir haben eine Bundesstraße, wir wissen, dass der Verkehr natürlich nicht sich in Luft auflösen wird, auch in den nächsten Jahren nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir können es praktisch eigentlich nur über eine Tunnellösung herbeiführen. Und deswegen soll die Verwaltung diese Tunnellösung prüfen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dann überirdisch nur noch die Straßenbahn und Radverkehr, Fußgänger haben. Und dann kann man sicherlich auch darüber nachdenken, ob man auf dem Platz vielleicht nochmal entsprechende Gebäude errichtet, um dem Platz dann noch eine andere Figur zu geben. Aber ich denke, das ist wirklich Zukunftsmusik und das ist nichts, was wir im aktuellen Stadtrat und ich glaube auch nicht im nächsten Stadtrat entscheiden sollten oder entscheiden müssen, sondern ich glaube, das dauert noch ein ganz paar Jahre. Mhm. Danke. Jetzt der Herr Nitsche, bitte. Ja, also bei der Frage Bebauung oder Nichtbebauung würde ich oder wir als Fraktion Freie Wähler ganz klar für eine Bebauung plädieren. Und ich glaube, wir müssen das auch so kommunizieren und wir können nie einfach darauf warten, dass wir sagen, ja, müssen wir in 10, 15 Jahren nachdenken. Wir sind der Meinung, dass wir den Bürgerwillen dort umsetzen müssen. Der Bürgerwille spricht davon, dass der Neustädter Markt beziehungsweise beginnend auf der Südseite, wenn wir die Entwürfe umsetzen, dass der kleinteilig bebaut wird, dass der Neustädter Markt ein lebenswerter Platz wird, ein Platz, der eine hohe Verweilqualität hat, dass der Neustädter Markt wesentlich weniger Verkehr hat, auf wesentlich weniger Verkehr, der dort geführt wird, also mit dieser jetzt aktuell teilweise sechsspurig breiten Straße, die ja Abbiegespuren noch mit enthält, kann man natürlich keinen lebenswerten Platz bekommen, also muss man sich eine Alternative überlegen. Ich weiß nicht, ob die Alternative die richtige, die Verlagerung, die weiträumige Verlagerung, die nahe Verlagerung der Tunnel ist. Dafür gibt es jetzt zum Beispiel den Prüfauftrag, beziehungsweise da würde ich dann sozusagen auf die Hilfe der Verkehrsplaner, auch wenn vorhin auf Sie geschimpft worden ist, Rücksicht nehmen und diese Informationen sozusagen noch mit verarbeiten. Aber für mich ist jetzt die Perspektive, dass jetzt erst möglichst schnell das Südufer bebaut wird, beziehungsweise die Südseite der Großen Meißner Straße, dass sich aus diesem, was sich dort dann entwickeln wird, wenn das kleinteilig bebaut wird, dass sich dann die logische Konsequenz ergibt, dass auch die andere Seite der Straße gestaltet werden muss. Und wenn diese andere Seite der Straße gestaltet werden muss, dann ist das für mich kein Park, sondern dann ist das für mich eine in Teilen bebaute, in Teilen begrünte, auf jeden Fall lebens- und erlebenswerte Fläche. Vielen Dank. Jetzt ist der Herr Rentsch dran. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank an die Initiatoren und die Teilnehmer dieser Veranstaltung hier. Das ist schön, dass es sowas hier in Dresden gibt und das sollten wir auch weiterhin beibehalten. Also grundsätzlich sind wir als AfD für die Bebauung des Neustädter Marktes aus dem einfachen Grund, dass sie innerhalb des Wettbewerbsverfahrens im Zusammenhang stehen und das sollte man jetzt nicht wieder auflösen oder in die Zukunft verschieben, weil das geht inhaltlich um eine Grundsatzfrage. Wie definieren wir eine Innenstadt? Wollen wir dort einen dörflichen Charakter implementieren, der dann forciert werden soll, woran gearbeitet wird? Oder wollen wir eine Innenstadt, wie sie mal existiert hat und die man dann im Prinzip in der gegenwärtigen Zeit ausformt? Oder wollen wir alles wieder in die Zukunft tragen und sich wieder selbst sich selbst überlassen? Das ist eine Frage an uns alle hier, wie wir damit umgehen wollen. Wir haben da eine klare Position. Und werden diese auch forcieren in unserer Arbeit. Wir haben dem Beschluss auch zugestimmt, damit es erstmal überhaupt in die Gänge kommt. Und jetzt werden wir sehen, wie damit weiterverfahren wird. Mhm.
Danke, Herr Rentsch. Ich würde jetzt gerne in der zweiten Runde noch mal etwas genauer hinterfragen. Ach so, natürlich auch wieder gerne die Aufforderung ans Publikum, Fragen zu stellen in Form dieser Zettel. Ich würde gerne jetzt noch mal etwas konkreter auf diese Verkehrssituation zu sprechen kommen. Ich höre ja bei allen raus, dass man eine große Einigkeit im Prinzip hat, dass die Meißner Straße irgendwie schmaler werden muss. Ja, ist richtig, es ist eine Bundesstraße, das heißt also, die Kommune hat da jetzt keinen direkten Zugriff drauf. Trotzdem, wenn jetzt so eine Überlegung oder so ein, letztendlich auch so ein Anspruch besteht, dann würde mich schon etwas konkreter interessieren, wie das denn jetzt gehen soll. Uns ist ganz klar, das wird nicht über Nacht passieren, sondern das wird möglicherweise ein bisschen Salamitaktik erfordern. Aber was gibt es denn für Überlegungen, wie man jetzt konkret daran gehen kann, um diesen Verkehrsraum zu verringern, zu schmaler zu machen, zu reduzieren? Da war einmal das Thema Tunnellösung, was die CDU gebracht hat. Ich persönlich sage, vielleicht gelingt es uns ja auch, das noch etwas weiter zu denken, indem wir sagen, ja, wollen wir denn weiterhin eigentlich um den Autoverkehr herum planen oder wollen wir nicht so rangehen, dass wir sagen, wir brauchen in Zukunft weniger mobilisierten Individualverkehr in der Stadt und wie können wir da denn etwas größeren Sprung machen? Denn ich sage mal, Tunnellösung ist für mich, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Und wir haben, Tunnel bedeutet immer, dass ich dann auch Riesenrampen habe, die wieder so eine Einschnittwirkung entfalten. Also, wie gesagt, da wäre so meine Frage, ob man da nicht noch ein bisschen weiterspringen kann. Jetzt fangen wir mal der Gerechtigkeit halber auf der anderen Seite an. Herr Rentsch. Ja. Also ich denke mal, grundsätzlich sind sich ja alle Beteiligten nahezu einig, dass diese Fahrspuren da weg müssen, beziehungsweise verringert werden in ihrer Ausdehnung. Und ich denke mal, das ist wieder die Frage der Definition der Innenstadt, wie man das Thema an sich behandelt. Dass wir mehr Aufenthaltsqualität haben wollen, dass wir auch mehr Individualverkehr innerhalb dieser Zone, dieser Innenstadtzone möchten, das denke ich mal, das ist unumstritten. Und das muss man die ganze Sache ein Stück weiterdenken. Die Tunnellösung, ich denke mal, das wird sich irgendwann als Unsinn herausstellen. Aber dass man zum Beispiel über einen Innenstadtring nachdenkt, gerade für den Autoverkehr, um eben diese Innenstadt lebenswerter und attraktiver zu machen und dennoch dem Autoverkehr da die Möglichkeiten einzuräumen, sich tatsächlich innerhalb der Stadt zu bewegen. Und das ist so unsere Meinung, dass wir über den 26-Ring da nochmal nachdenken müssen, beziehungsweise das mal thematisieren sollten, bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit, gut. Herr Nitsche? Ja, also die Tunnellösung halte ich wahrscheinlich für technisch deswegen kompliziert, weil die Elbnähe wahrscheinlich dagegen spricht und die Möglichkeit des Hochwassers. Im Hinblick auf Hochwasser, ja. Ja. Das wird wahrscheinlich die Krux einer ganzen Sache sein. Ansonsten ist es nicht nur aus dem Augen, aus dem Sinn, sondern es ist auch eine Möglichkeit, Verkehr schnell fließen zu lassen. Das muss man sozusagen mit im Hinterkopf behalten. Die Rampen und die Gesamtlösung zwischen Carola-Platz und Palais-Platz ist an der Stelle problematisch, weil es eng ist, das ist unbestritten. Aber das wird ja jetzt geprüft. Und wenn jemand sagt, das geht, dann muss man halt sehen, wie es geht. Und wenn jemand sagt, das geht nicht, dann geht es halt nicht. So, vom Grundsatz her glaube ich, dass eine sinnvolle Verkehrsführung auf dieser Straße halt eben durch die Straßenbahn, Fußgänger, Radfahrer und in Teilen durch den Anliegerverkehr der Pkw mit genutzt werden kann. Also wir werden meiner Meinung nach keinen vollkommen autofreien Platz haben, aber einen Platz, der dort wesentlich weniger Verkehr aufnimmt. Und es ist natürlich sinnvoller, den Verkehr in gewisser Weise außen herum zu leiten,
Da ist es natürlich ungünstig, dass eine Möglichkeit, jetzt außen herumzufahren, gerade wieder etwas beschnitten wurde, wie zum Beispiel die Albertstraße, weil dort eine Spur entfallen ist. Aber das ist halt immer eine Abwägungssache, wenn man auf der einen Seite sozusagen irgendwo den Platz für Verkehr wegnimmt, fließt er halt eben woanders hin. Und ich glaube, ein Teil von dem, was vorher dort über die Albertstraße geflossen ist, fließt jetzt, beziehungsweise dann, wenn die Carola-Brücke fertig saniert wird, vielleicht auch über die große Meißner Straße. Aber das kann ich nicht, kann ich sozusagen jetzt nur mutmaßen. Die Zahlen liegen ja noch nicht vor, weil die Carola-Brücke nicht fertig ist. Auf jeden Fall müssen wir sehen, dass insgesamt in der Innenstadt im Idealfall der Durchgangsverkehr gen Null geht, sondern dass dort ein Zielverkehr herrscht. Und wenn gerade in dem Gebiet ein Zielverkehr herrscht, dann glaube ich, dann bekommen wir das auch hin, dass dort mit wesentlich weniger Straßennutzung und wesentlich weniger Verkehr ein lebenswerter Platz geschaffen werden kann. Bevor ich Herrn Schmidt das Wort gebe, nochmal von mir aus der Hinweis, also das war jetzt so ein bisschen in den beiden Wortbeiträgen die Tonalität, naja, also wir haben da jetzt eine Verkehrsfrage und jetzt müssen wir die Verkehrsexperten und Verkehrsplaner fragen, wie wir diese Frage, wie wir das lösen sollen. Andere Möglichkeit wäre ja zu sagen, wir als Politik haben da ein Ziel, wir wollen nämlich, dass die große Meißner Straße schmaler wird und bitte, Verkehrsplaner, jetzt setzt das so um. Also wir haben das nicht. Hallo, hallo? Doch, Sie sind online. Ja, also da haben Sie mich falsch verstanden. Wenn wir den Beschluss als Vertreter des Volkes im Prinzip so forcieren bzw. eine Festlegung treffen, dann wird die Verwaltung damit beauftragt, das umzusetzen. Und damit hat sich das Thema an sich. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt wieder in eine ewige Prüfungsschleife schicken wollen, wo sich das wieder alles aushebelt, sondern wir bekommen dann im Prinzip eine ordentliche Ansage, dass es zu gehen hat. Gut, okay, hört sich gut an, Herr Schmidt. Ja, also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube nicht, dass der Verkehr sich in Luft auflösen wird. Und wir haben, Herr Nitsche hat es eben schon gesagt, die Alternative, die Albertstraße, die jetzt entsprechend durch die Radverkehrsanlagen etwas schmaler geworden ist. Wir haben dann vorne den Albertplatz, wo sich es entsprechend stauen würde. Deswegen, also ich sehe einfach nicht, wie wir es momentan anders lösen könnten, wenn wir den Verkehr von der Großen Meißner Straße und von der Köpke Straße runterbekommen wollen, als tatsächlich eben über diese Tunnelvariante nachzudenken. Oder wir sagen einfach, dann müssen sich die Leute halt im Stau anstellen auf der Albertstraße. Aber ich glaube, das kann nicht die Alternative sein. Ich persönlich stelle mir schon vor, dass wir irgendwann dort einen Platz haben, der tatsächlich mehr oder weniger autofrei ist. Weil ich glaube, dass er nur dann eine entsprechende Aufenthaltsqualität bekommen kann. Also solange da Autos durchfahren oder über die Straße entsprechend durchgeführt werden, und wir haben momentan, ich weiß nicht, die Zahlen ganz genau, habe ich sie nicht im Kopf, aber ich glaube irgendwas um die 28.000 Fahrzeuge pro Tag, die dort langfahren, das ist einfach zu viel und das wird diesem Platz als Platz einfach keinen Charakter geben. Und deswegen müssen die Fahrzeuge irgendwie weg. Und wie gesagt, ich glaube, die Tunnelvariante sollte man trotzdem prüfen, auch wenn das mit den Mundlöchern, mit den entsprechenden Tunnelrampen natürlich eine Herausforderung ist. Aber wie gesagt, das ist eine Aufgabe der Verkehrsplaner. Wir haben den Auftrag an die Verwaltung gegeben, das zu prüfen. Wir sind uns, glaube ich, fast alle zumindest einig gewesen im Stadtratsbeschluss, dass wir die Abbiegespuren, die künftig nicht mehr notwendig sind, die zur Augustusbrücke führte, und die Abbiegespur, die in die andere Richtung, in den Palaisplatz einführt, dass die schon mal weg können, weil die im Zweifel nie wirklich zwingend notwendig sind, dass wir zumindest etwas schon mal also die Spuren schmaler machen, aber wir werden den fließenden Verkehr nicht wegbekommen. Herr Löser, bitte. Ein Stück weit da versuchen, unsere Sicht mal darzustellen. Also ich will nochmal darauf verweisen, wir haben einen großen Schritt schon getan. Da hat unsere Fraktion lange dafür gekämpft, dass die Augustusbrücke autofrei wird. So, und das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir in der Stadt verstehen, dass so eine wertvollen Plätze wie die Augustusbrücke, wie auch der Neustädter Markt oder ja auch der Neumarkt heutzutage mit Individualverkehr im Prinzip verlieren. So, das ist eine Grundsatzentscheidung. Insofern gebe ich Ihnen auch ein Stück oder eigentlich sehr deutlich recht, dass man sagt, die Politik muss da eine Vision, ein Ziel eigentlich formulieren, was sie will. Und dann muss man langfristig darauf zuarbeiten. Und natürlich braucht man dann die Verkehrsplaner und die Verwaltung,
die das umsetzen. Die zweite Sache, die für uns als Grüne wichtig ist, wir haben ja neben dieser Achse vom Hauptbahnhof zum Albertplatz, wo wir immer sagen, das brauchen wir als sozusagen Aufenthaltsbereich für Fußgänger, Radfahrer, da sind wir ja schon ziemlich weit. Auch mit der autofreien Augustusbrücke braucht es natürlich dann die Plätze und die Durchschneidung, und das ist der Neustädter Markt, wo wir uns das auch sehr emmy-frei vorstellen können. Und unser Ziel ist ja generell, dass wir in der Innenstadt schon gucken, dass wir das möglichst individualverkehrarm gestalten in Zukunft. Ich glaube, da gibt es auch einen Trend, der das durchaus aufgreift. Das glaube ich schon, dass das Nutzungsverhalten, das Mobilitätsverhalten sich auch ändern wird. So, und das ist natürlich, aber das ist nicht von heute auf morgen. Insofern glaube ich tatsächlich auch für die Grünen, dass das ein schrittweiser Weg sein wird. Ich will mal jetzt andersrum gucken und sagen, stellen wir uns mal den Platz vor der Zerstörung vor. Da war da sehr eng bebaut, da würde das heutige Verkehrsaufkommen niemals dort zu führen sein. Das wäre unmöglich, wenn man die Straßen in den Dimensionierungen kennt. Das heißt, wir müssen schon ganz klar sagen, und es ist unser Petitum, dass wir langfristig den Verkehr dort wegkriegen müssen. Der Tunnel ist als Idee hier aufgebracht. Ich bin da ähnlich skeptisch wie die Vorredner aus verschiedenen Gründen. Allerdings finde ich es gut, dass man sich über dieser Idee erstmal annähert. Und das fand ich insgesamt an dem Beschluss gut, dass der Rat gesagt hat, er sieht schon, dass diese große, breite Straße dort ein Problem ist. So, das fand ich erstmal sehr gut, auch dass wir jetzt über Lösungen reden. Ich glaube, man muss es wirklich schrittweise machen, dass man Spuren einengt. Und es ist ja auch der Auftrag mitgegeben, der Prüfauftrag, was würde denn das bedeuten, wenn wir dort die jetzt zum Teil 5-, 6-spurigen Situationen verengen. Ich glaube, dass das möglich ist, das zu tun. Und dann muss man sozusagen Stück für Stück nachsteuern. Da sind wir als Grüne vielleicht ein bisschen eher bereit, das auch radikaler zu tun. Ich will auch mal ein Beispiel nennen in anderen Städten, Rom zum Beispiel, zwischen Kolosseum und den Foren dort. Das war lange Zeit eine 6-spurige Straße, irre dicht befahren. Und die Stadt Rom hat einfach gesagt, wir stoppen das so. Und der Erfolg ist jetzt, dass dort einfach nur Taxis fahren und Busse und dass dieser Stadtraum mit diesen ganz wertvollen Sehenswürdigkeiten jetzt eine ganz andere Erlebbarkeit auch hat. Also ich glaube, man muss dann, wenn man sich entscheidet und sagt, das ist so ein Platz in der Innenstadt, der ist uns sehr wichtig und das ist der Neustädter Markt, dann muss man auch irgendwann zu so einer klaren Entscheidung kommen, die auch erstmal radikal vielleicht ist. Und dann muss man gucken, dass man das einsteuert. Ergänzung aus meiner Sicht dazu, es geht ja immer darum, wenn ich so eine Entscheidung treffe, dass Verkehrsraum eingeschränkt wird, da gibt es immer viele, die dagegen sind, das ist so, und insofern versucht man das plausibel zu machen, und plausibel machen könnte man das zum Beispiel durch Bebauung. Dann fällt der Raum weg. Nur mal so als Hinweis. Hengel, bitte. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich den Hinweis gleich beherzigen möchte, aber ich würde vielleicht erstmal auf diese Tunneldiskussion eingehen. Ich glaube, es ist uns städtebaulich nicht geholfen, wenn wir ein Problem lösen und uns dafür zwei neue schaffen. Also wenn ich das Problem Neustädter Markt löse und dann mir am Carolaplatz und am Palaisplatz mit Rampen ganz neue Problemstellungen schaffe. Und mir fallen ehrlicherweise keine sinnvollen Varianten ein, wo man diesen Konflikt umgehen kann. So abgesehen von den Kosten, die ich nicht ansatzweise für darstellbar halte. Also wenn wir uns an den Tunnel als Idee klammern, dann ist das aus meiner Sicht fast schon eine Garantie dafür, dass sich bei gewissen Fragestellungen in absehbarer Zeit gar nichts tun wird, weil es einfach wie so ein Damoklesschwert über allem hängen wird. Punkt Nummer zwei. Wir haben bei diesem Verkehrszug dort, Große Meißner Straße, Köpke Straße, haben wir in den letzten Jahren ja durchaus schon gewisse Verkehrsrückgänge auch realisiert. So, man kann ja durchaus auch in der Verkehrswissenschaft sich anschauen, ab welchen Punkten kann ich auch Räume wiederum einengen. Und wenn wir gerade so bei 26.000, hat Herr Schmidt, glaube ich, gesagt, stehen, und wenn wir es irgendwie hinkriegen, da in Richtung 20.000 zu kommen, dann kommen wir nämlich einer einspurigen Verkehrslösung durchaus wiederum recht nahe. Und das ist wiederum eine Tatsache, die mag vielleicht von der Aufenthaltsqualität, da fahren immer noch Autos lang, nicht optimal sein, aber es würde zumindest städtebaulich im Entwurf von Herrn Albers wiederum funktionieren. Und da stellt sich dann wiederum auch die Frage, wie kriege ich das hin? Und aus Sicht auch unserer Fraktion muss man sich dann halt auch entsprechend die Zuläufe angucken. Also da darf man sich nicht nur auf den Neustädter Markt fokussieren, da muss man sich die Heidenstraße angucken, da muss man sich die Wiegertstraße angucken und dann tatsächlich dafür sorgen, dass der Verkehr dort entsprechend auch zurückgeht. Ich bin ein bisschen unsicher, ob wir wirklich mit der Lösung, da ist von einem Tag auf den anderen gar kein Verkehr mehr, ob das tatsächlich funktionieren wird. Das glaube ich nämlich nicht, weil wir haben nämlich auch gewisse Nutzungsbedürfnisse, die sind nach wie vor da. Den Dresdnerinnen und Dresdnern ist ja auch ein zum Beispiel
Beispiel an einem guten und pünktlichen ÖPNV gelegen. Wenn ich jetzt den Verkehr auf einmal auf den Albertplatz lege, stehen mir dort die Straßenbahnen im Stau. Bin mir unsicher, ob das durchweg Akzeptanz finden wird. Und wir haben zum Beispiel auch das Nutzungsbedürfnis Radverkehr, was derzeit im Verkehrszug noch gar nicht abgebildet ist. Auch sowas muss man natürlich dann mitdenken. Deswegen glaube ich schon, man muss da peu à peu den Verkehrsraum wegnehmen. Und da gibt es jetzt schon sehr viele überflüssige Räume, die keiner mehr braucht. Selbst für die Verkehrsfunktion, die die Straße übernimmt, haben wir da sehr, sehr breite Räume, viel zu breit. Da könnte man, wenn man allein mit den heutigen Regelwerken rangeht, locker schon 10 Meter im Querschnitt sparen, ohne dass irgendeine Verkehrseinschränkung gegeben wäre. Wir wünschen uns da mehr, aber ich glaube, das könnte zumindest ein erster Ansatz sein, um da voranzukommen. Ja, aus meiner Sicht besteht gar keine Notwendigkeit zu sagen, da sollen überhaupt keine Autos mehr fahren. Ich glaube, dass das nicht entscheidend ist für die Offenheitsqualität auf dem Neustädter Markt. Aber der Punkt ist eben, dass jetzt von der Breite dieses Verkehrsraums das einfach ein unüberwindbares Hindernis ist. Und deshalb diese Einschnürung. Herr Wirz, bitte. Ja, das sehe ich ein bisschen anders, weil diese Straße dort lang zu führen am Elbufer, im Prinzip zwischen Carolaplatz und Palaisplatz, ist ja die stadtplanerische Ursünde, die dort passiert ist. Einfach aus dem Grund, wenn ich mir die innere Neustadt ansehe, liegt sie im Elbbogen, sie liegt quasi auf einer Halbinsel und sozusagen straßenmaximierend wird dort am Elbufer die Straße entlang gebaut. Und das führt dann dazu, dass alle Probleme auftreten, die dort jetzt da sind. Das japanische Palais ist von der Königstraße abgeschnitten, das Blockhaus ist von der Hauptstraße abgeschnitten, das Finanzministerium ist von seinem Zusammenhang abgeschnitten und das gesamte Elbufer ist im Prinzip vom Stadtteil abgeschnitten. Weil das ist im Prinzip wie eine Trennung mit einem Messer, eine vierspurige Straße, die stark befahren wird, einen Bahnkörper noch hat, Fußwegbeziehungen und das wäre schon im Prinzip das Ziel und das ist auch im Wettbewerb ja so, gerade bei dem Zweitplatzierten so gewesen. Der Zweitplatzierte ist ja auch deswegen der Zweitplatzierte gewesen, weil eben gesagt worden ist, ist es realistisch, die Straße dort wegzubekommen. Aber man bekommt sie wahrscheinlich nur im Ganzen weg, weil wenn ich sie einspurig weiterführe, ist sie als Nadelöhr weiter präsent und sie wird dann auch als Abkürzungsszene genutzt. Das heißt, eigentlich müsste man dort so zum Straßburger Modell greifen, müsste sagen, Straßenbahn, Radverkehr, Fußverkehr, alles andere bleibt dort draußen, weil ich dann auch die Chance habe, die Abbiegebeziehung an den Knotenpunkten zu vereinfachen. Ich habe dann nämlich nicht mehr die Ein- und Ausfahrt in diese Straße, was dann auch die Knoten durchlässiger macht an dieser Stelle. Und das ist eigentlich das, was die Verkehrsplanung macht. Sie nimmt ganz bewusst im Prinzip Strecken aus dem Netz, die dann zu einer Vereinfachung des Netzes führen. Alles andere, eine Verengung des Netzes, führt eben zu Infarkten. Das ist im Prinzip die grundlegende Regel, die dabei besteht. Und jetzt ist es so gewesen, dass es in der Tat im Wettbewerb ja ein bisschen bizarr war. Da haben sich dann die Vertreter der CDU, also die eigentlich so landläufig die Autofahrerlobby mit unterstützen, die haben sich dort in diesen kleinteiligen Entwurf verliebt gehabt und haben gesagt, na gut, dann kommt die Straße eben weg. Und der grüne Baubürgermeister hat dann gesagt, nein, da kriegen wir den Verkehr nicht mehr unter, weil wir haben das ja alles gerechnet und gemessen und ausgewertet. Und das zeigt schon, dass dort eine gewisse Elastizität auch da ist. Und jetzt ist heute schon angeklungen, dass dieser Beschluss, den wir gefasst haben im Juli zum Umgang mit den Wettbewerbsergebnissen, dass der nicht so recht gefallen findet. Und das liegt aber auch daran, nur für den Preis, dass wir den Tunnel prüfen, haben wir die Formulierung hereinbekommen, dass diese Straße stört. Das ist der politische Preis für einen Kompromiss gewesen. Man muss dazu wissen, wir haben nicht Berliner Verhältnisse, wir sind nicht unsere eigene Landesregierung, die auch notfalls ihre eigenen Verkehrsgesetze schafft, sondern wir sind eine Kommune, die abhängig ist von der Staatsregierung. Und wir sind eine Kommune, die keine klaren Mehrheitsverhältnisse hat. Wir haben zwischen den großen Blöcken, sie sind nicht einheitlich, diese Blöcke, sie gehen dann durchaus auch mal durcheinander, aber im Großen und Ganzen rechts-links 8-8, im Ausschuss, im Stadtrat 35-35, das heißt, wir müssen Kompromisse machen. Insofern ist es sozusagen schon ein Erfolg, dass überhaupt hier am Ende ein Papier steht, wo im Prinzip eine ganz breite Mehrheit gesagt hat, wir wollen das so. Und noch ein Wort zum Tunnel, da bin ich dann ganz Ingenieur. Der Tunnel im Prinzip wird eine neue Trennung im Stadtraum bringen, eben durch die Rampen. Der Tunnel würde unglaubliche Anschlussprobleme erzeugen im Straßennetz.
Der Tunnel würde ungeheuer teuer werden und ich halte ihn aus diesen Gründen, auch aus stadttechnischen Gründen, da unten sind Heizkanäle drin, Abwasserkanäle in dieser Straße, da ist ja auch in den 50er, 60er Jahren alles vergraben worden, was man eben in einer Straße vergraben kann. Ich halte ihn für technisch nicht realisierbar, ich halte ihn für verkehrstechnisch nicht anschließbar, ich halte ihn für nicht finanzierbar, deswegen wird am Ende dieser eine Satz stehen bleiben, diese Straße stört. Und mit diesem Satz wird man am Ende weiterarbeiten. Na, wir treiben die Dinge sozusagen kleinteilig voran. Das ist so, es gibt nicht die große Lösung, wo alle Probleme geklärt sind, sondern es gibt ein Heranarbeiten an Lösungen. Es wird Rückschritte geben, es wird weitere neue Überlegungen geben. Aber am Ende denke ich mal, wir werden die Augustusbrücke verkehrsreduziert bekommen. Sie ist ja nicht autofrei. Busse und Taxis sind auch Autos, Einsatzfahrzeuge. Wir werden aber dadurch die fußläufige Verbindung, die Radfahrverbindung zwischen Alt- und Neustadt stärken und wir werden dazu auch am Neustädter Markt dann in dieser Kreuzungssituation im Prinzip dann dort das neue Feld finden, wo dann überlegt wird, wo politisch diskutiert wird und wo dann vermutlich auch für den Stadtraum entschieden werden wird, dass diese Straße dort rausgenommen wird. Gut, vielen Dank für diese Runde. Jetzt gibt es eine Frage aus dem Publikum. Ja, uns interessiert im Grunde genommen, Sie haben ja jetzt diesen Bebauungs- oder diesen Beschluss verabschiedet im Juli und es soll ein Bebauungsplan aufgestellt oder es ist schon aufgestellt, aber verabschiedet werden. Ist aus Ihrer Sicht gedacht daran, dass es eine Gestaltungssatzung geben soll, ähnlich vielleicht, ich sag mal, diesem städtebaulich-gestalterischen Konzept, was wir am Neumarkt hatten, um bestimmte Dinge einfach festzuschreiben. Ich nenne mal ein paar Schrägdächer, ziegelgedeckte Dächer, Hochkantfenster und solche Dinge. Na, also auch Putzfassaden. Ist an diese Dinge Ihrerseits gedacht worden? Denn der B-Plan wird ja wahrscheinlich jetzt, ich habe es gerade vernommen, demnächst irgendwie im Bauausschuss landen. Und wenn dieser B-Plan aufgestellt ist, wird es vielleicht die ersten Investorenanfragen geben. Und da wäre es schon zwingend notwendig, sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Wie sehen Sie das? Wer möchte von Ihnen mit der Antwort beginnen? Ich fange mal kurz an. Ja, bitte. Also ich glaube, wenn der Bebauungsplan entwickelt werden wird, muss er sich an den Siegerentwürfen anlehnen. Und die Siegerentwürfe geben ja eine gewisse Struktur vor. Das sind ja auch die Entwürfe, also es gibt einen Sieger und einen Zweitplatzierten, das sind ja diejenigen, die, Moment, die, das sind ja die beiden, die auch den Bürgerwillen in gewisser Weise widerspiegeln. Und der Bürger, der will nicht nur die Struktur haben, sondern der hat auch in gewisser Weise bei den Entwürfen auch dafür gestimmt, dass es eine gewisse Optik gibt, die sich dann wiederfindet. Und ich glaube, diesen Anspruch sollte man dann bei der Entwicklung des Planes auch verwirklichen. Ich möchte noch auf diese Frage B-Plan antworten. Herr Wirtz, bitte. Ich halte sehr viel davon, in Bebauungsplänen immer Sachen Vorgaben zu machen. Wir können das auch, das wissen wir. Dazu haben sich am Neumarkt im Prinzip Gestaltungssatzungen bewährt und ich werde auch dafür eintreten, dass das dort so kommt, weil wir haben im Prinzip alles, was wir nicht im B-Plan bedenken, alles, was wir nicht aufschreiben, wird am Ende sozusagen, besteht die Gefahr, dass es uns durch die Lappen geht und dass dann etwas gebaut wird, was uns nicht gefällt. Und das lässt sich dann nur ganz schwer wieder korrigieren. Noch ein Wort zum Bürgerwillen. Es ist eben so, dass der Bürgerwillen in Dresden häufig nicht so ganz eindeutig ist. Gibt es jetzt zum Beispiel den Bürgerwillen der Gesellschaft Historischer Neumarkt, eine sehr verdienstvolle Bürgerbewegung und Verein, der sagt, oder Bürgerinitiative auch, der sagt, wir wollen den Neustädter Markt bebaut und es gibt eben den Bürgerwillen durch die Neustädter Freiheit, die sagt, bebaut das mal nicht. Und da muss man sozusagen dann abwägen, was man tut. Herr Rentsch? Darf ich ganz kurz antworten auf die... Ja? Ich würde mich jetzt an den Bürgerwillen orientieren, der zu den Siegerentwürfen geführt hat. Herr Rentsch, bitte. Also unsere Fraktion wird sich ebenfalls dafür aussprechen, für eine Gestaltungssatzung nach dem Vorbild des Neumarktes. Frage beantwortet. Okay, sonst jemand zu diesem Thema? Löser? Wir unterstützen Gestaltungssatzung immer, wenn sie das Ziel hat, ein bestimmtes Ziel konkret zu beschreiben. Ich will aber auch sagen,
dass sich das natürlich orientieren wird an dem, wie sich das städtebaulich entwickeln wird. Und ich habe in der Öffentlichkeit, und das sage ich auch hier wieder, ich habe beim Königsufer, glaube ich, sollte sich die Kommune das große Ziel setzen, dass es dort auch Gebäude gibt mit öffentlicher Nutzung. Ich halte es für eine schwierige Situation, das wird es eigentlich in dem ganzen Wettbewerb, glaube ich, zu wenig bedacht haben, was für Nutzung wollen wir dort eigentlich haben. Ich glaube, gegenüber des Blockhauses und an dieser prominenten Stelle braucht es zwingend in irgendeiner Form auch ein Gebäude, was Öffentlichkeit abbildet. Ich stelle mir dort nicht nur Nutzung vor, sage ich mal, hochpreisiges Wohnen, Boutiquen und sonst was, sondern darüber muss diese Stadt reden. Das hat sie bisher noch nicht getan. Es gibt da auch jetzt, finde ich, noch zu wenig Überlegungen, wie man da reingeht. Und ich sage auch, wenn man jetzt mal sagt, ne, wir haben ja immer das große Thema, was ist zeitgenössisch heutzutage, diskutieren wir jetzt nie, aber ich mache es mal auf die Formel fest, es gibt heutzutage den Ansatz zu sagen, zeitgenössisch ist, was gebaut wird und es wird historisierend gebaut, republikweit, aber es gibt ja auch andere Architektursprachen und wenn es eine Nutzung gibt, die ein Gebäude, ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung, wir müssen über Situationen, ich sage jetzt mal nur Kunsthalle als ein Ziel, ich sage nie, dass man eine Kunsthalle dahin baut, aber ich glaube, man muss über diese Nutzungsformate dort sprechen. So, und ich glaube, das ist nichts, was wir in ein historisierendes Bürgerhaus des 18. Jahrhunderts packen, ja, sondern da kann ich mir durchaus vorstellen, dass sowas auch zeitgenössisch in einer guten Architektursprache und diesen Gegensatz will ich hier eben gerade nicht haben, dass wir sagen, es gibt nur die Möglichkeit, zeitgenössisch zu bauen, indem wir ausschließlich historisierend bauen. Das ist nicht meine Haltung, sondern ich sage ganz klar, es braucht auch die Möglichkeit und es gibt so gute Architekten in Deutschland, die zeitgenössisch sehr gut bauen und dieses Thema ist dort durchaus, finde ich, aufzugreifen und dann muss man eben gucken, wie die Entwicklung konkret läuft und dann aber, wenn wir das Ziel haben und wir sagen, wir machen diesen und diesen Bereich in dieser Formsprache, dann ist auch meine Erfahrung der Verwaltung, das sehr eng sozusagen zu geben mit einer klaren Gestaltungssatzung, die aber Qualitäten beschreibt und das ist dann wiederum die Frage, worauf wir uns dann verständigen und das wird auch eine Diskussion mit dem Neumarktverein natürlich werden. Herr Wirz, wollten Sie noch mal dazu? Ich kann nur aus dem Beschluss zitieren, die Weiterbearbeitung ist in sachlichen räumlichen Teilabschnitten vorzunehmen. Dabei sind die Instrumente von Architekturwettbewerben, Bebauungsplänen, Gestaltungssatzung anzuwenden. Das ist Beschlusslage. Gut. Ich gucke, ob es noch weitere Fragen gibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich noch ein Thema, was natürlich schon auch sehr wichtig ist und sehr stark darüber bestimmt, wie und in welchem Tempo das da jetzt vorwärts geht. Und das ist natürlich die Frage der Finanzierbarkeit. Und das ist typischerweise etwas, was in der Entscheidungshoheit des Parlaments, also sprich des Stadtrates, liegt. Es war vorhin angedeutet worden, aber das ist natürlich nur ein Detail, dass also weitere Planungskosten budgetiert sind, aber auch wenn wir an der Stelle noch mal so ein bisschen versuchen, jetzt den Blick zu weiten, wie sehen Sie denn grundsätzlich die Möglichkeit, dass dieses Vorhaben auch finanziell entsprechend ausgestattet und realisiert werden kann? Herr Schmidt greift zum Mikrofon, gerne. Jetzt. Das ist jetzt nicht ganz Corona-korrekt, aber wir machen das. Also wir befinden uns ja gerade in den Haushaltsverhandlungen. Der Haushaltsentwurf der Verwaltung liegt vor. Ich bin noch nicht komplett durchgestiegen. Es ist halt doch immer ziemlich viel Papier. Ich habe bis jetzt allerdings noch nichts gefunden in den Haushaltspositionen, was den Neustädter Markt und das Königsufer angeht. Das heißt also, von der Verwaltung ist es momentan nach meinem Kenntnisstand, wie gesagt aktuell, nie vorgesehen, im aktuellen nächsten Haushalt dort entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. Inwiefern wir jetzt unter den erschwerten Haushaltsbedingungen da bei den Verhandlungen, die wir innerhalb der Fraktionen noch führen, Gelder freiräumen können im Haushalt, um den Planungsprozess hier ein Stück voranzutreiben, das halte ich ehrlich gesagt für doch relativ schwierig. Wir haben überall Kürzungen im Haushalt.
Und es sind eine ganze Menge Vorhaben, die eigentlich schon länger beschlossen oder länger irgendwo warten auf Umsetzung, die sich nicht wiederfinden im Haushalt. Also ich glaube, da sollten wir uns von Illusionen befreien, dass in den nächsten 2 Jahren da viel Geld im Haushalt irgendwie kommt oder überhaupt auch Geld kommt. Also wenn, dann vielleicht ein paar kleinere, aber das sind dann so die Peanuts im Zweifel. Ja, vielen Dank. Herr Engel sind gleich dran, aber dazu aus meiner Sicht nochmal die Anmerkung. Ich will das jetzt nicht kritisieren, verstehen Sie das nicht falsch, aber es war jetzt wieder so die Tonalität, ja, die Verwaltung macht eine Vorlage und wenn das in der Verwaltungsvorlage nicht drin ist, dann findet das nicht statt. Das sehe ich ein bisschen anders. Also die Politik, die Parlamentarier, die haben doch die Gestaltungshoheit auch im finanziellen Bereich. Und insofern müsste es doch aus meiner Sicht jetzt genau andersrum sein. Was nicht die Frage betrifft, ob wir aufgrund der aktuellen Situation Freiräume haben. Aber nur noch mal so vom Prinzip her. Herr Engel, bitte. Ja, oder, achso, Herr Schmidt, nochmal direkt dazu. Vielleicht, also ich habe es ja gerade gesagt, wir befinden uns auch innerhalb der Fraktion natürlich jetzt in Verhandlungen. Der Entwurf der Verwaltung liegt vor. Wie gesagt, das ist ja die Grundlage für das, was wir tun. Und dann sitzen wir entsprechend natürlich zwischen den Fraktionen, innerhalb der eigenen Fraktionen, in den einzelnen Arbeitskreisen zusammen und schauen, was ist uns wichtig, wo sind Prioritäten, die vielleicht verschoben werden müssen. Und dann braucht es eine Mehrheit im Stadtrat. Und die wird sich dann natürlich zwischen den Fraktionen irgendwo bilden. Selbstverständlich beschließt der Stadtrat den Haushalt und selbstverständlich legen wir am Ende die Prioritäten fest, die im Haushalt in den nächsten 2 Jahren gemacht werden sollen. Aber ich sage es ganz deutlich, zumindest meine persönliche Position, ist jetzt keine Fraktionsmeinung, die ist nie abgestimmt, aber ich glaube nicht, dass der Neustädter Markt und das Königsufer jetzt eine so hohe Priorität einnehmen sollten in den nächsten 2 Jahren. Wenn ich alleine auf der anderen Seite gucke, was wir an Schulbauten zum Beispiel nicht im Haushalt finden, die eigentlich dringend notwendig sind. Ich glaube, da sollten wir die Prioritäten tatsächlich im Moment erstmal woanders legen. Aber es ist eine persönliche Einschätzung. Herr Engel, bitte. Ja, der Haushalt wird den Stadtrat nicht so verlassen, wie er ihn bekommen hat. Ich glaube, das steht fest. Da werden noch Veränderungen vorgenommen. Meines Wissens ist zum Neustädter Markt im Moment nichts eingeplant substanziell. Es gibt meines Wissens vom Stadtplanungsamt eine Mehrbedarfsmeldung, also beziehungsweise vom Geschäftsbereich 6, zu sagen, okay, für diese ganzen unter anderem Verkehrsuntersuchungen hier brauchen wir noch mal ein paar hunderttausend Euro, waren es, glaube ich. So, da muss man, also ich persönlich bin dafür, ich werde in meiner eigenen Fraktion kämpfen, dass es auf Listen kommt und dann wird es Gegenstand weiterer Diskussionen sein. Aber ich glaube, ohne diesen Schritt verzögert sich der Prozess halt. So, das muss man dann offen und ehrlich sagen, dann ist halt erstmal 2 Jahre lang kein weiterer Fortschritt. Aber ich würde gerne hier auch unterschiedliche Fragestellungen voneinander trennen wollen. Ich sehe durchaus auch die Möglichkeit, im Südbereich trotzdem auch voranzukommen. Also es gibt ja hier unterschiedliche Fragestellungen. Das eine ist, geht es um gewisse Areale, die ich entwickle, und es gibt gewisse Fragestellungen, die vor allem verkehrlicher Natur sind. Sondern da sind, glaube ich, auch die Anforderungen auch jeweils unterschiedliche. Danke. Jetzt, weiß ich, Herr Wirz. Wozu wollen Sie jetzt Geld haben? Das ist erstmal die erste Frage. Für die, wie gesagt, wir haben im Prinzip einen gewissen Druck oder im Prinzip den Wunsch zu entwickeln durch die Grundstücksbesitzer, die dort sind, auf im Prinzip dem Königsufer, Südseite der Straßen, Südseite des Neustädter Marktes. Das bringt uns eine städtebauliche Fassung. Wir haben vielleicht auch die Möglichkeit, am Bellevue dort diese 4 Bürgerhäuser zu rekonstruieren, die ja im Prinzip Bestandteil des ersten Wettbewerbsbeitrages sind, des Prämierten oder des Siegers. Das kostet uns über die Planungsmittel, die wir brauchen, erstmal nichts. Und die sind ja abgedeckt im Stadtplanungsamt. Das heißt, wir bekommen erstmal etwas, wo wir als Stadt gar nicht so viel bezahlen müssen. Und alles andere ist jetzt die Frage, dann brauchen wir erstmal eine klare Willensbildung. Und die haben wir noch nicht. Es gibt, was die anderen Ziele betrifft in diesem Planungsumgriff, unterschiedliche Auffassungen. Es gibt kaum Mehrheiten. Und da muss man erstmal die Diskussion weiterführen. Und ansonsten kann ich nur beiden Seiten sagen, also sowohl denen, die die Bebauung forcieren möchten, als auch denen, die im Prinzip eine Begrünung forcieren möchten und den Platz im Prinzip rekonstruieren möchten in seiner Form der 70er Jahre. Es wurde noch nie so viel politische Dummheit mit Geldmangel verhindert. Das heißt, lassen Sie die Diskussion reifen. Lassen Sie im Prinzip uns weiter planen und dann, wenn wir mal wissen, was wir wollen, wir wissen, was möglich ist. Also eine Straße, eine Bundesstraße können wir auch nicht per Stadtratsbeschluss vom Netz nehmen.
die ist öffentlich gewidmet. Da muss eine Widmung zurückgebracht werden. Der Stadtrat, der geht nicht willkürlich vor, schafft nicht seine eigenen Gesetze, sondern die Grundregel der Kommunalpolitik ist, der Stadtrat entscheidet im Rahmen des geltenden Rechtes. Und da können wir nicht willkürlich entscheiden. Das heißt, da muss erstmal im Prinzip, nachdem man weiß, okay, wir wollen diese Straße dort wirklich nicht mehr haben, es gibt eine alternative Lösung, wie setzen wir die um? Was ist der Rechtsweg dazu? Wir leben in einem Rechtsstaat, das ist auch gut so, das verhindert auch Schnellschüsse und da muss sozusagen erstmal ein formaler Weg beschritten werden. Wofür wollen Sie jetzt Geld ausgeben? Wollen Sie jetzt im Prinzip entgegen dem Willen der Gesellschaft des Teuscher Neumarkt dort den Platz archäologisch rekonstruieren, wie in den 70er Jahren, alles so machen? Oder wollen Sie jetzt im Prinzip das Geld für eine städtische Bebauung haben? Das weiß ich nicht. Das sind unterschiedliche Summen. Hört sich, was Sie zur Bebaubarkeit des Königsufers gesagt haben, hört sich doch gut an. Ist doch schon mal ein Anfang. Herr Löser. Ja, ich sehe das ein Stück weit anders als Herr Würz. Also wenn man das Ziel hat, diesen Straßenraum einzuengen, muss man natürlich auch die Untersuchungen machen, die dazu notwendig sind, weil sonst kommen wir ja gar nicht zu dem nächsten Schritt, dass wir sagen, wir entscheiden uns politisch dazu, meinetwegen auch auf Landesebene, für eine Umwidmung oder Aufhebung oder sonst was da zu werben. Also das wäre das Erste, das sehe ich schon, dass man das in Angriff nehmen müsste. Das ist so, im aktuellen Haushalt ist meiner Kenntnis nach da nichts eingestellt. Wir hatten gestern dazu als Grüne im Bau- und Verkehrsbereich eine interne Klausur und haben gesagt, wir wollen gern diese Mittel einstellen. Das sind 200.000 für die nächsten 2 Jahre, glaube ich, die da auf der Mehrbedarfsliste stehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir schon sehen, dass wenn wir das Ziel haben, wir wollen mittelfristig oder kurzfristig jetzt erstmal mit einer mittelfristigen Wirkung, die ja eine spätere Veränderung nicht ausschließt, den Platz vom Aufenthaltswert verbessern, dann haben wir schon das Gefühl, dass wir da eine freiraumplanerische Untersuchung brauchen. Die kostet natürlich Geld. Auch dafür werden wir Mittel beantragen als Fraktion. Da wird man dann sehen, wie man sich da durchsetzt. Und in den Grundstücken am Königsufer will ich nochmal sagen, es gibt ja da drei, es gibt Privat, es gibt Land und es gibt Stadt. Mhm. Ich will nochmal ganz deutlich sagen, die Stadt Dresden hat Eigentum dort. Ja. Und ich will ganz offensiv dafür werben, dass wir dieses Eigentum auch über eine Nutzbarkeit in diese Debatte einbringen. Welche Funktion will die Stadt auf ihrem Grundstück? Das ist eine Debatte, die muss geführt werden, die ist bisher nicht geführt worden. Und ich sage nochmal, eine überteuerte Boutique und ein paar Appartements oder sowas, das ist nicht das, was ich da sehe. Na, und das ist aber sozusagen eine Frage, die ja im Rahmen des Bebauungsplans dann einer Klärung zugeführt wird. Also für diese weiteren Bearbeitung der Bebauungspläne braucht es ja erstmal nur die Mittel der Verwaltung und die hoffentlich sind ja vorhanden. Richtig, und sich über diese Punkte klar zu werden, das kostet ja erstmal kein Geld. Ne? Muss man einfach drüber nachdenken und diskutieren. Gut, jetzt gucke ich mal in die Runde und stelle fest, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Die Zeit ist fortgeschritten. Dann würde ich gerne zum Ende dieser Runde kommen. Eine Frage gerade, ich habe die Information bekommen, ich kann von hier aus, was ein bisschen blendet, nicht so richtig sehen, der Baubürgermeister ist da, ist das richtig? Ja, genau. Stehen Sie doch einfach mal auf, herzlich willkommen, schön, dass Sie das auch hier mit in die Runde geschafft haben. Gut, dann danke ich Ihnen, dass Sie hier mitdiskutiert haben. Und ich denke, das war insgesamt eine Veranstaltung, die uns weitergebracht hat, weil wir unsere Positionen ausgetauscht haben. Ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie offen über das gesprochen haben, was aus Ihrer Sicht möglich ist und wo Sie auch Grenzen sehen. Und ich würde jetzt Herrn Kuhlke bitten, dass er ein kurzes Schlusswort spricht. Ja? Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieses Nachmittags angekommen. Ich darf mich bei allen Referenten und Diskutanten bedanken, auch für diejenigen, die doch einen weiteren Weg hier in Angriff genommen haben, trotz dieser schwierigen Situation, die uns sicherlich noch einige Monate mindestens, ich sag mal, begleiten wird. Gerade jetzt kommt ja die besondere Zeit. Ab nächste Woche Montag
geht gar nichts mehr. Deshalb sind wir dankbar, dass wir mit diesem Hygienekonzept heute diese Veranstaltung noch durchführen konnten. Und ich möchte mich auch bei denjenigen bedanken, die das wirklich mit unterstützt haben. Also sei es in der Organisation oder auch die das noch unterstützen, vielleicht später finanziell, dass die auch entsprechend gewürdigt werden. Vielen Dank auch bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese, ich glaube, wichtige Diskussion, die am Anfang steht. Das ist gar keine Frage. Also wir stehen ganz am Anfang eines langen Prozesses. Vielleicht reden wir hier über 20, 30 Jahre bei diesem ganzen Vorhaben. Aber ich denke, ich sag mal, dass wir ganz konkrete Ziele formulieren sollten, um, ich sag mal, dann auch irgendwann zu diesem Punkt zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Und das fehlte mir, und das darf ich nochmal ganz persönlich auch einfügen, bei dem letzten Stadtratsbeschluss. Aber Sie haben es ja begründet, ich sag mal, dass es etwas schwammig formuliert war, weil Sie sich einfach einigen mussten. Schauen wir mal, ich sag mal, wie das weitergeht mit unserem Stadtrat. Und vielen Dank an Sie alle, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und bleiben Sie gesund. Also auch von mir aus, kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund. Glück auf!